Hallo meine Freunde, kaum war das Video zu Patch 1.5 hochgeladen, ballert CD Projekt Red einen Hotfix raus, der ein paar kleine Neuerungen und einige Verbesserungen in der Performance mit sich bringt. Um was es sich dabei genau handelt, erfahrt ihr in diesem Video, also bleibt dran! Zuallererst muss ich CD Projekt Red an dieser Stelle einmal loben. Nach dem katastrophalen Release vor anderthalb Jahren hat es der Entwickler geschafft, die meisten Fehler, Probleme und Bugs zu beheben. Es ist schön zu sehen, dass es noch Entwickler gibt, die an ihr Projekt glauben und es nicht fallen lassen. EA. Denn unmittelbar nach dem großen Next-Gen-Patch hat CD Projekt gleich einen Hotfix rausgehauen, der völlig unangekündigt war und zu dem es kaum Infos gibt. Deswegen gibt es auch keine Patch-Notes, sondern nur die Aussage, dass ein paar Dinge repariert wurden, die nicht wie gewünscht liefen. Wenn man genau hinsieht, kann man aber erkennen, dass zumindest auf dem PC noch etwas mehr verändert wurde, als diese Aussage vermittelt. Es wurde nämlich an den Grafik-Settings geschraubt. Von nun an könnt ihr Raytracing für Schatten ausstellen, was vorher nicht möglich war. Anfangs gab es die Option nämlich nicht. Das bringt insgesamt auf schwächeren RTX-Grafikkarten eine bessere Performance. Insgesamt soll der Hotfix allgemein die Performance verbessern und ist ca. 6 bis 11 GB groß. Für einen Hotfix schon beachtlich. Bei meiner Recherche über den aktuellen Stand von Cyberpunk ist mir aufgefallen, dass es gerade auf der PlayStation nach 1.5 zu einigen Crashes kam und sich das Spiel nicht starten ließ. Ob der Hotfix diesen fatalen Fehler behebt, ist leider noch nicht bekannt. Ihr dürft es mir gerne in die Kommentare schreiben. Allgemein seid ihr auch eingeladen zu abonnieren und den Daumen nach oben dazulassen. Ob nach unten oder oben ist eigentlich egal, denn ich sehe die Like-Funktion oder die Dislike-Funktion eher als Feedback an. Leider ist dieses Video ziemlich kurz geraten. Aber warum sollte ich es künstlich strecken, wenn es an Infos mangelt? Ich denke, dass ich euch die wichtigsten Informationen mitgeteilt habe und euch jetzt hier nicht länger an den Monitor binden muss. Des Weiteren seid ihr herzlich eingeladen, unserem Discord-Server mit fast 1000 Mitgliedern beizutreten. Der Link hierzu ist in der Videobeschreibung. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat und dass ihr mit den Infos, die ich hier präsentieren konnte, zufrieden seid. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bye, bye.